Und es geht weiter mit Terranigma, einem weiteren schönen Part. Wir haben das Riesenblatt erhalten, haben sozusagen die Wurzel erreicht des ganzen Dungeons hier. Ja, jetzt geht's zurück an die Oberwelt und gucken, ob wir nicht etwas Interessantes noch finden können mit Hilfe des Riesenblatts. Wir müssen auch das Giftgas ja ausschalten, was uns im Weg steht. Ich denke mal, jetzt wo wir schwimmen können, können wir auch bestimmt zum neuen Bereichen vordringen. Ja, jetzt kann ich hier oben nämlich auch schwimmen. Tja, Link braucht eben seine Flossen und Arc ein Blatt, um zu schwimmen. Gut, gibt mir gerade keine Logik, aber frag in Videospielen niemals nach Logik. Dass ich mich jedes Mal treffen lasse von dem Zeug. Da ist Wasser. Da ist bloß so ein Vieh. Das kann mir gerade mal egal sein. Hier komme ich auch so hin. Hier oben vielleicht noch was Besonderes? Jetzt überall lang. So, hier war das. Ich gehe mal gerade den anderen Weg, und zwar den unteren. So. Ich glaube, mal liegen das Geld. Sind wir gerade die Gase an, so geht schneller mit dem Schwimmen. Stimmt, hier kann ich jetzt lang schwimmen. Und wie ist das denn? Ich glaube, ich muss hier lang schwimmen. Oh, was ist das denn? Überlöcher wurde verwüstet. Es gibt keinen Ort, an dem wir überleben können. Ein Tropfen dieser Quelle schützt vor Vergiftung. Ah, nice. Und da drüben scheint es noch weiter zu gehen. Was gibt es hier noch so Schönes? Boah, voll der Wasserfall hier. Da ist bestimmt was drin. Waldweste. Ja, nice. Rüsten das ja gleich mal aus. Denn ich denke mal, die gibt uns noch weitere... Ja, die gibt uns satte Verteidigung. Ich glaube, allzu viel Westen scheint sie nicht zu geben. Oder wir können mit dem Verlauf noch Westen verkaufen, die alten nicht mehr zu gebrauchen sind. Was hast du noch zu sagen? Eins existiert an der Oberfläche ein Paradies namens Lumina. Gut, das scheint jetzt durch das Böse zerstört zu sein. Hast du noch zu sagen? Untersuche die Pflanzen neben dir. Haben wir gemacht und haben die Waldweste erhalten. Jetzt können wir nämlich oben auch in den Raum mit dem Gift rein und uns um Moloch kümmern. Moloch scheint der Boss zu sein, dieses Dungeons. Jetzt muss ich nämlich nach oben, wo ich gerade schon wollte. Tja, näher umgucken kann manchmal echt hilfreich sein. Boah, die Dinger hier nerven mich, die ganzen roten Pflanzen. Auch wenn sie nicht viel Schaden machen. Nervig sind sie trotzdem. Ja, und ganz Instant Kill machen will ich natürlich auch nicht. Deswegen dürfen wir mit diesem Level den Boss auch ganz gut hinbekommen.
hier rüber. Das Ganze ein bisschen abzukürzen. Ich glaube, da wäre der Boss. Da wäre der Boss, glaube ich, drin. Warte mal, war hier oben der Speicherpunkt? Ach, obwohl, wisst ihr was, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, jetzt noch zum Speicherpunkt hinzurennen. Ja, komm, den schaffen wir so. Den schaffen wir auch so. Ich werde jetzt nicht noch zum Speicherpunkt hinrennen. Bloß wegen der Endboss. Ich meine, hallo, es ist der erste Endboss des Spiels. Das noch nicht hinbekommen und Heilknollen habe ich nicht genug. Oh, Sonnenstab erhalten. Weapons und der Sonnenstab. So, ich denke mal, der Boss kann sich warm anziehen. Ja, der gute Ark hat kein Schwert wie sonst andere Helden. Nein, er hat einen Stab. Na, ich muss bestimmt das ausrüsten. Ich muss bestimmt erst das Teil ausrüsten, diesen Tropfen. Diese Tropfen. So. Jetzt aber. Ach so. Benutzen auch noch. So, komm, jetzt aber. Tautropfen vertreibt giftiges Gas. Ja, der Bossraum, Leute. Und es ist ein riesiger Tausendfüßler. Ach so, ich muss diese komischen Dinger da besiegen. Und mich nicht treffen lassen von dem komischen Gewirr. Von seinem Kopf oder so. Tja, was ich gerade irgendwie trotzdem schaffe. Denk nicht so einfach, dass du mich so einfach gewinnen kannst. Bam, 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 bam. Achso, muss wahrscheinlich erst das komische Teil zerstören und dann kommt der erst raus. Oh, jetzt macht richtig ernst hier. Ich glaube, ich benutze mal eine Heilknolle. Na, am besten gleich zwei. Immer draufholzen wie ein Wilder. Jetzt macht er das wieder. Da muss der komischen Liga zerstören. Yes, damit haben wir es geschafft. Level 12 erreicht. KP steigt um 7, Stärke steigt um 2, Abwehr steigt um 3, GL steigt um 1. Moloch besiegt. Ark, lange warte ich auf diesen Moment. Alle Pflanzen sollen ihre natürliche Form wiedererlangen. Bald wird die Erde wieder erblühen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt.
Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Ja, und es regnet. Und damit kehrt das Leben auf die Erde zurück. Zumindest beim Amazonas. Und die Pflanze wird durch den Regen wieder gedeihen. Wächst zu einem Löwenzahn. Zumindest sieht es gerade für mich aus wie ein Löwenzahn. Aber es symbolisiert eine Blume. Also für das Leben quasi. Und die Blume verstreut ihre Samen über die ganze Erde. Aus dem Samen wachsen weitere Blumen. Und damit auch neues Leben. Jetzt sind eine Pusteblume draus geworden. Die verteilt auch ihre Samen. Es gibt auch neues Leben. Und so geht es immer weiter und weiter und weiter. Und die Samen wandern über die gesamte Erde. Ja, und der Amazonas kehrt wieder zu seiner ursprünglichen Form zurück. Ach, ist das schön. Die Musik, die Effekte. Es ist wunderschön. Und alles wächst wieder. Und es gedeiht. Pilze, Pflanzen, Bäume. Nett, dass du vorbeikommst. Was ist denn für uns Schönes? Ach so, bei dir können wir, hätten wir jetzt die Westen kaufen können. Was ist das eigentlich? Ich erkenn's gerade so schlecht. Ich denke mal, das ist irgendein Heil-Item. Achso, mit der Aufwärtstaste kann man die Menge bestimmen. Ja, davon noch ein paar, auf jeden Fall. Das sind gleich 9 Stück. Kann sich mehr tragen. Achso. Wie bei Secret of Mana kann man eine bestimmte Anzahl tragen von diesen Heil-Items. Ich denke mal, das reicht. Speichern wir mal. Dann gehe ich nochmal kurz in den Inventar rein. Auf Rüstungen. Hast du irgendwas Neues bekommen? Ja, dort. Die Sonnenrüstung. Oh, 2 nochmal aufwärts. Das gefällt mir. Das war das also, was ich gerade bekommen hatte. Was sagt die Blume? Wir können nicht weg von hier. Aber unsere Kinder werden mit Hilfe des Windes und der Tiere reisen. Endlich kommst du, Hawk. Ich bin der Ursprung aller Pflanzen des Landes. Tief im Inneren der Erde wartete ich seit geraumer Zeit auf deine Ankunft. Die Lebewesen der Oberfläche sind noch immer im Schlaf gefangen. Ark, du musst diese Welt durchwandern. Höre auf die Lebewesen. Pflanzen zeigen dir den Pfad, den du gehen musst. Hier ist ein Geschenk für dich. Es wird dir Heilung bringen. Den Flora-Zauber. Jetzt können wir uns nämlich heilen. Ich glaube, wir bekommen dafür auch Mana-Punkte, oder? Zauber, lass mich gerade mal schauen in der Bibliothek. Wo haben wir es denn? Magische Karte? Nein. Hergospiegel? Nein. Zaubertruhe. Flora-Zauber. Ist nutzlos.
mit heilsamer Magie. Wie kann ich denn benutzen? Passiert es automatisch vielleicht, oder? Sozusagen. Oh, nice. Hallo. Ach so. War das Heilung? Oder was war das? Im nördlichen Kontinent gab es einst ein Paradies der Vögel. Früher spielten ja oft die Vögel. Ich denke mal, die Vögel werden unser nächstes Ziel sein. Da wir gerade noch Zeit haben. Was sagt die Blume eigentlich? Ich bin der Dunkelheit entkommen. Vielen Dank, Ark. Aber ohne andere Lebewesen bleibt diese Welt einsam und leer. Ich glaube, als nächstes müssen wir die Vögel befreien. Das machen wir auch. Ach, Moment mal, gibt's ja vielleicht noch irgendwas zu finden? Wer bist du denn? Hallo Süßer, bist du nicht unser Retter? Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich dir ein Lied singen. Oh, nice, dankeschön. So ein schönes Lied. Die will nicht reden. Pilze und Bäume. Ist schon schön gemacht. Schon geil gemachtes Spiel. Ich kann es echt nur loben. Wow. Schnapp. Cool, eine Venusfliegenfalle. Wir kehren das Neugeborenenland zurück. Doch wo sind die anderen? Das Böse für diese Welt. Land und Leute verschwanden. Ah, ihr merkt schon, irgendwas stimmt in dieser Welt. Oh, guck mal, die Spiegelung im Wasser ist auch ziemlich genial. Das müsste für diese Welt landen, Leute verschwanden. Die sagen dasselbe. Ich würde sagen, genug hier umgeschaut. Wir gehen mal Richtung Norden. Ja, jetzt gibt es nämlich eine Höhle. Und die kann man jetzt auch lang. Ist nichts. Moment, was gab's in der Höhle eigentlich? Achso, das ist das Portal. Ich denke mal, das wird noch nicht wichtig sein. Du wirst nun nie mehr allein sein. Wir werden immer bei dir sein. Wenn weitere Lebewesen auferstehen, werden sie dir zu Hilfe eilen. Vor dir liegt das einstige Paradies der Vögel. Die Vögel hoffen auf deine Hilfe. Ich bin schon unterwegs. Hoffe mal, es gibt einen Speicherpunkt unterwegs. Ich glaube, damit betreten wir jetzt Nordamerika oder so. Colorado. Ah, nice. Wo geht's hier lang? Sanktum. Moment. Das Sanktum kommt mir bekannt vor. Kann ich da hoch? Nett, dass du vorbeikommst. Achso, bei ihm können wir jetzt... Bei ihm können wir einkaufen. Bei ihm hier. Willkommen im Magier. Beschwörte Magie haben wir. Beschwörte Flammen mehr. Klingt doch nice. Deswegen würde ich mal sagen, nehmen wir das auch. Ach, unten sind die Kristalle, die wir haben. Oben sind die, wir brauchen. Fesselt Kraft des Feuers. Was ist die Anzahl? Da meint schon. Von der Zeit her passt es gerade. Deswegen würde ich sagen, speichern wir hier. Und gucken uns beim nächsten Mal im Reich der Vögel etwas näher um. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.